Herr Professor Resch, Mobbing ist eigentlich ein schwelender Begriff. So eine richtige Definition gibt es ja dafür nicht. Was ist denn in Ihren Augen Mobbing? Also der Kern des Mobbings liegt darin, dass über längere Zeit an einem anderen Gewalt ausgeübt wird, auf subtile Weise, durch Worte, durch körperliche Gewalt oder auch durch Cybermobbing, also durch einen schlechten Ruf erzeugen im Internet und so weiter. Der Kern ist aber darin begründet, dass der andere eine Kräfteüberlegenheit hat und die gegen das Opfer, sage ich jetzt einmal, anwendet. Das heißt dann, eigentlich kann nie ein kräftiger, großer Mann ein Opfer von Mobbing sein, oder verstehe ich das falsch? Der kann natürlich auf subtile Weise durch psychische Gewalt sozusagen oder durch Heruntermachen, durch unberechtigtes Kritisieren gemobbt werden. Aber körperlich hat natürlich ein großer, kräftiger Mensch nicht so das Problem, von anderen in Unterlegenheit gebracht zu werden. Aber auf psychische Weise oder im Rahmen der sozialen Rollen durch einen Vorgesetzten kann auch jemand, der körperlich sich gut wehren könnte, trotzdem unter Druck gebracht werden und gemobbt werden. Wenn wir jetzt mal zurück in die Schulwelt gehen, Sie haben ja das Projekt Ulveus hier an der Realschule Weibstadt jetzt etabliert und die Schule wurde ausgezeichnet. Was zeichnet das Projekt denn aus? Ja, das Grundsätzliche durch dieses sehr wirksame Programm, das wir auch in Zusammenarbeit quasi im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung wissenschaftlich evaluieren durften, ist die Tatsache, dass sich das Schulklima verändert. Und das Schulklima bedeutet eben, dass die Kräfteverhältnisse zwischen den Menschen zwar unterschiedlich sind, dass aber diejenigen, die überlegen sind, ihre Kräfte dem anderen zur Verfügung stellen und ihn nicht gegen den anderen anwenden. Also dass die persönlichen Interessen des Einzelnen immer auch in einen Gesamtzusammenhang passen und immer den anderen auch mit Achtung und Wertschätzung mitdenken. Das heißt, es geht also primär in dem Projekt eher um das Klima in der Schule. Was mache ich denn, wenn ich jetzt trotzdem rausgefunden habe, okay, da wird irgendjemand gemobbt und ich kenne den Mobber, gehe ich dann zu dem Opfer hin, gehe ich zu dem Mobber hin, wie verhalte ich mich? Also es ist sehr wichtig, dass man das Opfer schützt und dem Opfer eine Sicherheit und Unterstützung anbietet. Also die Solidarität mit dem Opfer ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist auch wichtig, auf den Täter zuzugehen und zu sagen, es geht nicht, dass du deine Eigeninteressen auf Kosten anderer verwirklichst und es geht nicht, dass du die Grenzen anderer auf diesem Weg überschreitest. Vielen Dank, Herr Professor Resch.